So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Da ist der Ditschen, da ist der Ramses, da ist der Stadtpark, da ist die grauseliche Frisur. Sieht wieder mal on fleek aus. Heute ist Mittwoch, heute kommt Terrakium zurück in die Raids. Kann shiny sein, heute auch Terrakium, Raidstunde später, 18 Uhr. Und wir wollen euch jetzt fix noch was zeigen. Das habt ihr bestimmt schon selber gesehen, aber es wurden neue 5er Raid-Bosse angekündigt. Ab dem 26. Mai hier einhaltslegendäre Elite Regiram, Zekrom und Kyurem erscheinen in 5er Raids. Das ist doch mal fett, die gab es noch nie, die sind auf jeden Fall neu. Ab 26. Mai, ihr wisst, das ist abends, wird also ab 27. Mai dann Mittwoch wiederkommen, wie immer. Und ihr habt auch 3 Raid-Stunden mit, was ist das erste Ding? Regiram, genau. 3 Raid-Stunden mit Regiram. Das wird bestimmt fett. Ich weiß zwar nicht, ob das Teil so gut ist, aber das sehen wir dann, wenn es da ist. Bis jetzt war es ja jede Woche eine andere Raid-Stunde. Aber Regiram, ganze 3 Raid-Stunden. Die anderen kommen danach irgendwann. Richtig gute Sache. Und zusätzlich, was auch gut ist, ihr könnt jetzt im Shop dieses Spezialticket für die Spezialforschung zum C-Day kaufen, weil am Wochenende ist auch C-Day, am Wochenende Samurzel, glaube ich, genau. Sieht kacke aus, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nämlich braun. Wir gehen aber gleich mal hier hin, Ticket doppelt sehen. Aha, Guthaben, 40 Euro, sehr schön, danke für die Spenden. Kaufen uns jetzt gleich mal hier dieses lustige Ticket, Passwort braucht man nicht. Ticket ist eingelöst. Wir laufen jetzt aber weiter zum Terrakium Raid. Gucken uns dann nochmal die Konda an, was alles so gebraucht wird. Der ist hier vorne nämlich, geht in 4 Minuten auf. Wir bereiten uns also vor, melden uns an der Brücke wieder. Gucken mal, ob wir ein shiny Terrakium bekommen. Lell. So, wir sind also angekommen an der Arena. Da ist der Ditschen hinter mir. Der hat sich da mal 4 Handys hingelegt, der macht damit, wir machen hiermit noch mit 2, sind also mit 6 Accounts am Start. Ich glaube, wir gehen auch direkt rein, wenn der Raid aufgeht. Ich will euch trotzdem vorher in der GoTool-App nochmal kurz die Konda zeigen. Wer die GoTool-App immer noch nicht hat, ich empfehle euch die, da steht eigentlich immer alles drin. Ihr habt ja auch eure Shiny-Listen, alles mögliche. Problem ist, das gibt es halt nur für Android, soweit ich weiß. Hier könnt ihr eure Shinies alle antippen, die ihr habt. Da müsst ihr nicht immer diverse Seiten im Internet nutzen. Ihr könnt alles in der GoTool-App machen, auch die ganzen Konda für die Rocket-Bosse. Da ist eigentlich alles drin, die Community-Days. Was wollte ich jetzt machen? Genau, was Ditto sein kann, steht drin. Die Typ-Effektivitäten, die Eierlisten, alles Mögliche. Und ich werde nicht gesponsert von der App. Ich sag das einfach so, weil ich die so nice finde. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich wollte. Genau, wir wollen noch auf Raids. Glücksei. Auf 5er Raids, Glücksei auch gleich. Ja. Hier seht ihr noch das Viridium und Terrakium steht unten drunter. 21,13, also der 100er Wert. 26,41, der 100er Wert mit Wetterboost. Hier bin ich jetzt schon drin, hier noch nicht. Ihr seht am besten also Psycho, Stahl, Kampf, Stahl, Kampf, Psycho, 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 alles Mögliche. Und wie immer, wenn ihr hier auf Konda drückt, auf diese Liste, werden euch die Pokédex-Nummern reinkopiert in euren Zwischenspeicher. Wenn ihr dann im Raid seid, könnt ihr das einfügen und dann packt euch das alle Pokémon, die auf dieser Konda-Liste sind, schön in eure Raid-Liste. Wir haben jetzt hier zwar schon Metagross ein paar Mal, wir können ja mal gucken, wenn wir das auswählen und hier einfügen, was es uns dann anzeigt. Machen mal nach WP sortiert, da müssten sicherlich die ganzen Mewtwo oben stehen. Ja, alles Mewtwo auf jeden Fall hier. Hier ist auch Kyogre dabei als Wasser. Wir lassen es aber einfach mal so, wie es jetzt ausgewählt hat. Und wir machen auch ein Glücksei an, denn, das habe ich die letzten Tage vergessen, Burkhard hat auch schon gefragt, wann machst du denn endlich mal Geschenk auf hier für Stufe 1? Jetzt werde ich also den Raid machen, werde das Teil fangen, wir werden gucken, ob da ein Shiny dabei ist und am Ende werde ich noch ein paar Geschenke aufmachen für Stufe 1 und Stufe 2, dass wir da endlich mal weiterleveln können. Wie immer, Stufe 3, Stufe 4 natürlich am C-Day, da warte ich auch. Ich habe so viele, die ich einfach öffnen könnte, wo ich die Leute abziehen könnte, mache ich aber nicht. Ich warte da wirklich auf den C-Day, mache die Geschenke dann wieder im Livestream. Aber Stufe 1 und 2 dürfte eigentlich kein
ein Bein abbrechen, sagen wir es mal so. Deswegen jetzt Terrakium, gutes Gelingen, guten Kampf. Good night, let's fight. Kennt ihr noch Celebrity Deathmatch? Das war auch immer cool mit diesen... Kennst du Celebrity Deathmatch? Ja. Mit den Knetfiguren? Ja. Leider hat sich das auch stark geändert. Am Anfang geguckt, da sahen die noch richtig modrig aus. Da war das richtig cool und dann ist das natürlich immer besser geworden. Die Technik, die Umsetzung. Und dann sahen die gar nicht mehr so krass aus wie früher. Dann waren die plötzlich viel zu hübsch, diese kleinen... Knetmasse-Männchen. Das ist im Prinzip wie bei den Simpsons gewesen. Die alten Folgen von den Simpsons, episch, wie hässlich die aussahen, aber wie lustig und genial die gleichzeitig waren. Jetzt ist alles modern, jetzt strahlt alles im neuen Glanz, aber irgendwie fehlt der Charme, es fehlt der Inhalt, es ist einfach nicht mehr dasselbe. Und so war das mit Celebrity Deathmatch auch. Da habe ich mich auch immer gefreut, wenn der Stone Cold Steve Austin zu Gast war und hat da mitgemacht als Moderator oder ist dann einfach mal in den als Kommentator ist dann einfach mal in den Ring, hat er mal einen Stone Cold Stunner verpasst und die mussten immer bis zum Tod kämpfen. Und ihr habt wirklich gesehen, wie die Knetfigürchen sich die Gedärme rausreißen oder die Arme rausreißen. Eigentlich ist es viel zu brutal gewesen, aber sowas muss man sich auf jeden Fall als kleines Kind reinziehen, denn das Leben ist kein Ponyhof, ihr wisst Bescheid. Wir liegen sehr gut, ne? Ja. 48.000 hat das. 210 Sekunden, also ihr wisst, wenn es gelb wird, müsstet ihr auf jeden Fall über den 150 Sekunden bleiben, sonst sieht es schlecht aus, aber hier, wir sind noch weit über der Hälfte, aber es ist auf jeden Fall gleich tot, das ist also keine große Sache. In der Go2Lab wurde es ja, glaube ich, angezeigt, sogar mit zwei Leuten oder drei Leuten, die zwei Leute waren, glaube ich, rot, das heißt mit Best Friend, mit den entsprechenden Kondern mit Level 40, alternativ Level 38, könntet ihr das also zur Not auch zu zweit besiegen, denke ich mal. Wir hauen die hier alle weg. Ich drück meine mal kurz durch, der Ditschen drückt seine durch. Zwei hängen wahrscheinlich wieder bei ihm hinten, das ist immer so. Wir drücken drauf und wir gucken mal, ob irgendwo ein Shiny dabei ist. Da ist auf jeden Fall keins. 25, 87. 26, 10 hat der Kleine. Das ist auf jeden Fall gut, also und wisst ihr Bescheid, über 26 muss es haben. 25, 74 und die anderen sind noch am Arbeit. Ich guck mal kurz bei dir nochmal. Ein Shiny. 25, 74, 25, 55. Machen wir es halt ganz einfach. Wir drücken das mal zu, machen das mal wieder auf. Das ist das Problem, deswegen stellen viele ja ihr iPhone momentan auf Englisch ein, dass das halt nicht rumspackt. Ich muss mal kurz den Code eingeben. So, wunderbar. Jetzt müsstet das laden und das laden, dann geht ihr wieder auf die Arena, dann könnt ihr sehen, ob es ein Shiny ist oder auch nicht. Du kannst versuchen, alle zu fangen, genau. Bei denen ist es sogar wichtiger, weil das sind einfach coole Pokémon, das kann man ruhig mitnehmen. Bei den anderen habe ich immer gesagt, er soll einfach fliehen. Die braucht man nicht fangen, ist nur Zeitverschwendung. So, hier haben wir 26,35, das müsste auf jeden Fall ein gutes sein. Und ein 25,57. 26,35 nehme ich mir mal mit. So, meins fange ich auch noch. Ich könnte natürlich kurz vorher noch mal reinschauen, wie viel jetzt das 100er hat. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Noch mal die Go2Lab zücken. Leider geht die jedes Mal komplett neu auf. Ich glaube, wir werden dann auch weiterziehen, wahrscheinlich zum Netto, Frühstück holen, Mohnbrötchen, wenn die da sind, wenn sie nicht schon wieder ausverkauft sind, keine Ahnung. Stufe 5, 26, 41, 35, ist bestimmt ein 98er Wetter geboostetes. Gucken wir uns aber später an, wir fangen jetzt erstmal das. Beziehungsweise, wenn es zu lange dauert, kann ich es auch zusammenschneiden, damit ich noch die Geschenke aufmache. 16 Bälle haben wir auf jeden Fall. Da ist auch wieder einer, der hüpft zwar und greift an, aber der geht wenigstens nicht nach links und rechts. Da fliegt der Ball halt auch wieder komplett anders, aber da kann man trotzdem einfach fabelhaft treffen. Der letzte Ball, was hast du lieber? Eigentlich ganz günstig. Ja, immer wenn der letzte Ball drauf ist, ja mach du, ne? Dann hab ich's wenigstens versaut. Ja, genau.
Ich meine, ihr wisst ja, wie es ist. Diejenigen, die das noch gar nicht haben, die raten einfach so lange, bis sie einen Shiny bekommen. Und dann haben sie es auch gefangen. Machen sie den Pokédex-Eintrag immer mit Shiny. Die Leute denken dann, was, das Erste, was ich gefangen habe, ist direkt ein Shiny. Der fängt hier einfach die Viecher. Ich hänge immer noch hier rum und muss warten. Ja, der Ditschen macht sich langsam. Wie gesagt, der spielt ja selber nicht Pokémon. Der hat damit ja eigentlich gar nichts am Hut. Seitdem er mit mir rumrennt jetzt, zeige ich mir immer, welcher neue Raid-Boss kommt. Da freut er sich immer, beschwert sich schon, Alter, schon wieder die Krücke. Wann kommt denn mal was Neues? Und dann kommt was Neues und dann freut er sich natürlich auch, weil die sehen anders aus, die greifen anders an, die lassen sich anders fangen. Und er probiert sich natürlich immer und freut sich, wenn er mal einfach fabelhaft trifft, wie ihr gerade gesehen habt. Das ist jetzt auch drin. Wir können es trotzdem mal bewerten, auch wenn es nicht so gut ist. 15 KP, okay. Die anderen fangen wir auch noch. Melden uns aber gleich zurück, wenn wir die Geschenke aufgemacht haben, damit wir euch noch sehen, wer alles aufgestiegen ist. Beziehungsweise ich nehme euch jetzt auch mit, wenn ich sie aufmache, weil da sieht man es nochmal besser. Hier haben wir zum Beispiel den Bieser. Den machen wir auf. Nicht Bieser-Fan, sondern Bieser aus Hagen, Nordrhein-Westfalen. Bin aktiv, du Gurke, den habe ich gestern erst angenommen, Bad Bramstedt. Da bin ich mal gespannt, ob der wirklich so aktiv ist. Der Name hat mir auf jeden Fall gefallen. Hier der Burkhard 88, den haben wir ja auch schon, Oldenburg. Der hat auch mehrere Profile. Burkhard 89 haben wir auch. Christ HM. Nehmen wir mit. Aus Bonn. Jetzt sind die Dinger auch noch voll. Da müssen wir mal kurz was wegschmeißen. Nehmen wir hier ein paar Bären, nicht auf die Aufnahme drücken, das wird tödlich. Ich hau mal ein paar Hyperbälle weg, obwohl jetzt bald ja der C-Day ist. Vielleicht sollte ich doch lieber Pokebälle weghauen, weil ich fange ja dann mehr mit der Hand und nicht mit dem Klicker. Gucken wir, ob wir die restlichen noch öffnen können. Christ HM auf jeden Fall an der Christuskirche. Passt auch. Der Skandalparra, den kenne ich auch noch vom Ramses Kitchen Account aus Niedertal, Hessen. FWD, TFWDT, auch dabei. Ich hatte auch welche drin, die haben schon seit einer Woche kein Geschenk geschickt bei Stufe 1. Die habe ich halt dann auch raus. Yannick TV ist natürlich auch fies, ich könnte auch zuerst schicken, aber habe ich mir dann erspart. Ein Julian, das ist aber nicht unser Julian, das ist, glaube ich, ein anderer Julian. Nee, das ist unser Julian. 7.11.2008, das ist unser Julian. Julian Eisenstein, vielleicht müsste ich mir das dran schreiben. Leon 20A haben wir auch noch dabei. Der hat nichts geschickt. Manny Marco nehmen wir noch mit. Der läuft gerade mit einem Burmi. Sehr schön. Miss Fahrradjan haben wir dabei. Kenne ich auch noch vom Ramses Kitchen Account. Öffnen wir auch aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Nass, The Poketrainer. Kennt ihr auch Poketrainer, die nass sind? Ja. Herzogenrad, okay. Giraffen am Herzogenrad ist natürlich hier so eine Hausfassade, irgendeine Wandmalerei. NH hat nix. Ritter Alos mit Barschwa. Barschwa XX aus Nürnberg. So, die passen. Jetzt können wir runter und können die unteren aufmachen. Der Bernd hat es leider nicht geschafft. Da fehlt leider noch was. Aber wir können Andreani aufmachen zu Superfreunden. Aus Duisburg, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir können Finiboy aufmachen. Und ja, ich weiß, dass das Duisburg heißt. Aus Wiefelsfelde, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ghost Miami Ritze können wir auch aufmachen. Von der Reeperbahn, nee, Saarbrücken, Saarland. Ich bin der Nils. Ich bin der Dicke. Aus Hagen, Mural Graffiti, auch sehr schön. Jobojun 25 nehmen wir noch mit. Aus Norden Niedersachsen. Der geht erst morgen. Lunasi. Luanasi. Das klingt wie du bist ein Nazi. You are a Nazi. Niki haben wir auch dabei. Die Freundin vom Geitsch. Mit der treffen wir uns heute auch noch. Also mit beiden. Wollen heute noch ein lustiges Video machen. Das waren jetzt auf jeden Fall die Stufe 2 Aufstiege und Stufe 1 Aufstiege. Das Glücksei läuft noch ein bisschen, da könnte man noch einen hinten reingrotzen. Jetzt können wir hier oben die wieder wegziehen. Ihr seht immer unten schön 6000 Punkte, die dazukommen. Nochmal 6000, nochmal 6000. Lassen wir alles nochmal durchlaufen, nochmal 6000. Vor allem, da springen noch drei Stück rum. Traust du dich nicht, den zu fangen, auch wenn du es verkackst? Nochmal 6, nochmal 6. Weil
Es ist ja jetzt eh nicht so. Da kannst du wenigstens noch ein bisschen üben. Das ist dein Handy, das ist dein Account, schreib ich Ditschen dran, muss ich umändern. So, nochmal 6, nochmal 6. Da kommt ein Mann, schnell weiter. Nochmal 6, wunderbar. Schon wieder 6.000. Ihr seht, das sammelt sich an. Und ich mache das halt bei den Einern und bei den Zweiern, weil ich denke, die einzelnen Leute werden es jetzt nicht so schaffen, so viele Leute dann immer zu sammeln und so schnell, dass sich das lohnt, dass die das gesammelt aufmachen. Deswegen mache ich das. Bin ja eh EP-geil, ein bisschen so. Deswegen, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Deswegen lasse ich die Leute immer zuerst was schicken, aber dafür können sie sich ja eigentlich drauf verlassen, dass ich aktiv mit denen auflevele und Stufe 3 und 4 durchziehe. Also dafür, dass sie am Anfang die wenigen Punkte nicht bekommen, bekommen sie auf jeden Fall dann die vielen Punkte. Das war's aber jetzt erstmal. Heute Abend ist gesagt, wie gesagt, ist auch noch die Raid-Stunde. Da werden wir noch 2-3 machen, denke ich mal. Ich habe ja extra gestern den freien Pass nicht gemacht. Den machen wir heute dann mit. Wir werden das Gute noch fangen. Beziehungsweise ich fange mal kurz das Gute und melde mich mal zurück. Und wir gucken nochmal, wie das Gute aussieht, wie das bewertet wurde. So, wir haben es jetzt also gefangen. Ihr seht das hier, 1900 Staub, 3 Bonbons, 1700 irgendwas. Wir bewerten es mal kurz. Man sieht es halt richtig gut. Digga, zeig uns das an. 26, 35, 15, 14, 15. Am 20.05. in Straufhain, Thüringen. Ist also ein 98er, wie gesagt, sehr gute Sache. Das würde ich vielleicht sogar mal hochziehen bei Gelegenheit auf dem Account. Der hat zwar nur 44 Bonbons, aber das wäre was bei einer Push-Aufgabe zum Beispiel. Könntet ihr ja da einfach mal einen Bonbon reinwerfen. Schadet ja nichts, wenn es mal auf 3000 oder so kommt. Ist vielleicht trotzdem nützlich für einen Kampf. Das war es jetzt aber von unserer Seite aus, ne? Norman Ritter und ich, wir gehen jetzt erstmal Mohnbrötchen holen fürs Frühstück. Junge, wisst ihr wahrscheinlich, verstehst du? Jo, das war's von meiner Seite aus und vom Ditschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und der Ditschen. Und schreibt mal rein, habt ihr einen Shiny heute bekommen? Oder wartet ihr auf die Raid-Stunde?